Herzlich willkommen in der Marktkirche. In diesen Zeiten der geschlossenen Kirchen senden wir Ihnen täglich einen geistlichen Impuls. Wenn wir Christinnen und Christen von unserem Gott singen und reden, dann nehmen wir dabei den Mund sehr voll. Und manchmal singen wir dabei auch sehr laut. So wie es der 89. Psalm auch beschreibt. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Lobet den Herrn mit Harfen und mit Saitenschall, mit Trompeten und Posaunen, jauchzet vor dem Herrn, dem König. Auch jetzt, in diesen Tagen, gibt es durchaus vieles, wofür wir loben und danken können. Die ersten Blumen auf den Wiesen und in den Gärten, die ersten Blätter an den Büschen am Straßenrand. Wenn wir Christinnen und Christen Gott nicht allein loben, sondern auch zum Gottesdienst unserer Gemeinde einladen, dann brauchen wir ganz große Instrumente, unsere Glocken. Und eigentlich klingen sie gut und schön, und wenn wir einmal außerhalb unseres Landes sind, dann können wir sie sogar vermissen. Ich selbst wohne jetzt seit 34 Jahren meistens ganz dicht neben einer Kirche, und ich kann sagen, ich höre sie noch immer gern. Nur beim nächtlichen Uhrschlag, da kann ich auch die Kritikerinnen und Kritiker verstehen. Glocken sind ursprünglich eigentlich kein christliches Instrument, um Menschen zum Gottesdienst zu rufen. Andere Kulturen und Religionen kennen sie durchaus auch schon länger. Aber es gibt noch neben der Einladung zum Gottesdienst eine weitere Funktion, gerade in Zeiten, in denen wir leben. Sie laden eben nicht nur zum Gottesdienst ein, sondern immer wieder und ständig zum Gebet. Am Morgen, wenn die Arbeit beginnt, am Mittag auf dem Höhepunkt des Tages und am Abend, wenn Sie den Feierabend einläuten, ist es ein Aufruf zum Gebet. Eine prägende Erinnerung aus meiner Kindheit ist meine Großmutter. Egal, was sie tat, egal, womit sie beschäftigt war, wenn sie die Glocken hörte, morgens, mittags und abends, hielt sie inne. Nur ein kleines Vaterunser, sagte sie dann, und es war aber heftig, ein wahrhaftig kleines und schnelles Vaterunser. Seit dem 22. März läuten in vielen unserer evangelischen und katholischen Gemeinden die Glocken auch zu einem anderen Zeitpunkt, der eigentlich und ursprünglichen Gottesdienstzeit dieser Gemeinde. Sie laden uns ein zum Gebet, allein oder in der Familie, damit wir nicht vergessen, dass wir zu einer Gemeinde gehören. Und vielleicht ist Ihnen aufgefallen, wenn Sie in der Nähe einer römisch-katholischen Kirche leben, dass in diesen Tagen auch um 21 Uhr die Glocken dort läuten. Einladen zum Gebet. Ökumenisch, über alle Grenzen hinweg, dass wir uns trösten, dass wir Orientierung finden und Halt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Bruder und Herrn. Amen.